Sie sind örtlich und zeitlich nicht so leicht zu binden, weil sie einfach auch viel unterwegs sind. Im Grunde genommen müsste doch sowas, was man hier erweiterte Lernwelten nennt, für Sie wie gemacht sein. Also haben Sie schon mal digitale Angebote mit klassischen Lernformaten verbunden in Ihrem eigenen Leben? Ich glaube schon. Das mache ich ja, indem ich manchmal auf dem Weg zu Veranstaltungen und nicht immer ständig Mitarbeiter um mich herum habe, vielleicht nochmal was nachgucken will, mir das rausschreibe aus meinem iPad oder iPhone und das dann noch notiere und einbaue. Oder aber ganz banal, dass ich ein Foto habe eben machen lassen und das getwittert habe und gucke, was kann ich noch in irgendeiner Weise verarbeiten und umsetzen. Das ist jetzt sehr banal um eine Veranstaltung herum. Aber das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen in der Politik, das ist ja auch ein ziemlich breites Spektrum. Und da nutzen wir das, glaube ich, so, wie wir das am besten können und wie wir das einbauen in Lernen, in Weiterlernen. Und ich bin sehr dankbar für den umfassenden Bildungsbegriff und das Bildungsverständnis, was hier zum Ausdruck gekommen ist. Da verhalten sich Politiker genauso unterschiedlich, wie sich andere Menschen unterschiedlich verhalten. Ja, das ist ja angeklungen und das finde ich wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir hier, wie in anderen Bildungsentwicklungsprozessen auch, von Ungleichzeitigkeiten ausgehen müssen. Ob das die kleinere Volkshochschule im ländlichen Raum ist oder die große in Köln oder Aachen oder Stuttgart, da sind andere Nutzerinnen und Nutzer und da sind andere Beteiligte in den Einrichtungen, in den Kursen. Und die Infrastrukturen mögen unterschiedlich sein und die Menschen haben unterschiedliche Erwartungen. Und deswegen finde ich das gut, wenn wir versuchen, Ziele zu definieren und dann aber auch so tolerant miteinander sind, dass wir sehen, aha, da geht das so, da geht das vielleicht schneller, dafür geht etwas anderes nicht so schnell. Und dass man das mit einem Leitbild, das ist im letzten Punkt jetzt angeklungen von dem, was Sie vorgetragen haben, dass das vielleicht ein ganz guter Weg ist, für alle Ziele zu beschreiben und trotzdem individualisierte Wege möglich zu machen, damit nicht die einen denken, oh, das schaffen wir nicht und die anderen denken, oh, wir sind sowieso die Besten. Also damit alle auch mitkommen in diesem Prozess. Für mich Teil eines inklusiven Bildungsverständnisses, auch im Bereich der Weiterbildung. Herr Volkshochschulrat, steht diesmal unter dem Motto digitale Teilhabe für alle. Ja, wenn es so einfach wäre. Was sind die entscheidenden Herausforderungen, damit die Menschen gleichermaßen am digitalen Wandel und seinen Ergebnissen beteiligt werden können? Ja, das ist deutlich geworden durch die unterschiedlichen Beiträge. Und das ist in der Tat eine Riesenherausforderung, aber sie ist notwendig. Und das glaube ich auch. Aber wenn wir nicht von dass wir für die auch Wege finden, da bin ich wieder bei den Kindern, die verfügbar sind. Wir wissen aus dem schulischen Bereich, dass auch ärmere, prekärere Familien zum Teil für ihre Kinder alle möglichen Geräte haben. Aber was dann mit diesen Geräten passiert und wie Jugendliche und Erwachsene diese Geräte nutzen, das ist ja die entscheidende Frage. Und dann finde ich sehr gut formuliert in dem Leitbild, ich habe es mir angeguckt auf dem Weg hierher, und nicht nur die Stichpunkte, sondern ich fand es sehr, sehr interessant, was vorgearbeitet worden ist, dass da eine Kategorie drinsteht oder ein Feld drinsteht, was ich auch immer wieder betone und was manchmal die Technikfreaks ein bisschen vielleicht vergessen. Die denken nämlich, Hauptsache, wir haben alles digitalisiert und dann haben wir keine Probleme mehr auf dieser Welt. Und dann ist das Lernen auf einmal ganz leicht. Das Lernen wird immer noch anstrengend sein. Und das soll es ja auch. Und dann möchte ich nämlich, das hat heute Morgen auf dem Kongress, den KMK und Bundesministerium hatten, für Forschung in dem Fall, da ist gesagt worden, wollen wir Fast Food oder wollen wir Vollwertkost, wenn wir das denn jetzt alles machen mit dem Digitalen? Ich würde mal sagen, abwechslungsreiche Kost, um keine falschen Verdächtigungen aufkommen zu lassen, was wir mit dem Essen so tun. Dass bitte der Tiefgang nicht vergessen wird beim Lernen. Und es können sich Kinder, Erwachsene verlieren in den Netzen. Und dann geht die Tiefe verloren. Und zu Lernen gehört auch immer noch, das weiß ich von Martin Buber, alles Lernen kommt aus Beziehungen. Glauben wir nicht, wenn wir alles digitalisiert hätten, dass dann einfach und gut alles gelernt würde. Die Kompetenzen zu erwerben, die wir definieren müssen, bleibt schwierig.
Und deswegen dürfen wir diese Werteorientierung, dass es um die Menschen geht und dass es nicht um Verwertbarkeit von Wissen und von Menschen geht für die Arbeitswelt, dass das nicht verloren geht. Das finde ich auch ganz wichtig. Und dann können natürlich Synergien entstehen. Da können wunderbare Synergien entstehen, weil es natürlich einfacher ist mit digitalen Mitteln zum Beispiel, bei den Expeditionsmenschen, habe ich jetzt schon mal gelernt, Expediteuren, Türinnen natürlich, dass die sich, wenn sie wissen, der eine da in dem Kurs, der ist so fit, für den muss ich mehr Material anlegen und jemand, also differenziertes, heterogene Lerngruppen, Sie kennen das alles, da bietet das große Chancen. Und worüber wir noch sprechen sollen, das Stichwort ist noch nicht gefallen. Was macht das eigentlich und welche Anforderungen hat das mit unserer Demokratie? Beteiligung, Partizipation, Netzhass. Wie machen wir Menschen fit, damit umzugehen und damit auch klarzukommen? Also das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Damit nicht die Spaltung in unseren demokratischen Diskursen, die wir im Moment auch erleben, damit die nicht vergrößert wird, sondern wir auch hier die Chancen sehen und die Chancen entwickeln gemeinsam miteinander. Und ich finde, das, was der Volkshochschulverband ausgearbeitet hat, bietet eine gute Grundlage, daran weiterzuarbeiten. Das freut sicherlich die Menschen, die das hier hören. Frau Löhrmann, Sie haben gesagt, dass Lernen nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern eine starke soziale Komponente hat. Soziales Lernen ist ja ein Begriff, der in den Volkshochschulen eine mitentscheidende Rolle spielt, weil es ja auch um menschliche Begegnung geht. Was glauben Sie, was können Volkshochschulen ganz konkret in den Regionen, vor Ort, in den Städten, in den ländlichen Gebieten leisten, damit sie es eben schaffen, die Digitalisierung oder den Aufbruch in die digitale Welt einerseits und die soziale Komponente von Präsenzlernangeboten, sage ich mal, nicht zu vernachlässigen. Weil für viele ist doch, wollen wir ehrlich sein, ein Volkshochschulkurs, da gehen die seit 10 Jahren hin, da treffen dieselben Leute, ist aber auch schön, ja, ist ja nichts Schlimmes. Ja, ich meine das ganz ernst und ich meine das mit allem Respekt. Man trifft Menschen, man ist in Kontakt miteinander, das hat ja einen Wert an sich. Ja, wie schafft man das zu verzahnen? Was ist die Aufgabe der Volkshochschule? Das ist natürlich ein Wert an sich, aber ich glaube, da hat sich inzwischen schon mehr getan, als vielleicht im Mainstream gedacht wird. Ich wollte nicht verniedlichen, darum geht's gar nicht. Nein, das habe ich auch nicht so verstanden, weil schon heute Volkshochschulen etwa mit dem Bereich der Grundbildung, was Alphabetisierung angeht, nicht erst durch die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, etwa was die Nachqualifizierung nicht nur von Versäumnissen der Schule stattfinden, sondern einfach von mitgebrachtem So-Sein von Menschen. Weil wenn eine Familie, die in den 50er Jahren zu uns gekommen ist, aus der Türkei und bestimmte Dinge noch nicht kann, dann ist es ja nicht zu brandmachen, du kannst das nicht, du bist blöd, sondern ist zu gucken, welches Potenzial ist da. Und all diesen Anforderungen stellen sich die Volkshochschulen von heute. Und deswegen glaube ich, sind die Volkshochschulen auch der Ort, der ja voraussetzungslos Ansprechpartner ist für Bildung. Und das ist die große Stärke und das können wir nutzen. Und wenn ich, Komplimente zu machen, da habe ich auch Grund zu, aber das sage ich, weil ich das wirklich erlebt und erfahren habe. Wenn wir die Volkshochschulen, zumindest gilt das für Nordrhein-Westfalen, jetzt nicht gehabt hätten, bei den zu uns kommenden Geflüchteten, dann hätten wir verdammt mehr Probleme gehabt und auch die Bundesregierung hätte, glaube ich, mehr Probleme gehabt, weil sie ganz viel beigetragen haben und deswegen glaube ich, sag mal, das bisschen Digitalisierung, das kriegen wir auch noch hin. Das ist Ihr Fachgebiet und Sie
die haben sich offensichtlich auseinandergesetzt. Und man denkt ja auch als Journalist, ich hätte sofort, hör mal, Doppelpunkt, das bisschen Digitalisierung. Zack, Ende der Veranstaltung. Wir sind ja hier ganz gut unter uns. Wir sind fast unter uns. Wir wollen schon zuspitzen, vielleicht manchmal auch vereinfachen, aber auf keinen Fall verfälschen. Nachdem Sie jetzt gesagt haben, was Sie von den Volkshochschulen erwarten, wird Sie die Gegenfrage nicht weiter überraschen. Was können Sie denn, Sie sind Mitglied einer Landesregierung, was kann Ihre Landesregierung tun, um die Volkshochschulen zu stärken, auch in Ihrem Selbstverständnis noch ernster zu nehmen? Ja, das kann ich an dem Punkt beschreiben, dass wir als Landesregierung insgesamt Digitalisierung natürlich wie viele andere Regierungen auch formuliert haben, über alle Ressorts hinweg. Und wir haben im März einen Kongress gemacht zum Thema digitale Bildung oder Lernen in der digitalen Welt. Und dann denken die meisten zuerst immer nur, in Anführungsstrichen, an die Kitas, an die Schule, an die Hochschule, vielleicht noch an die Ausbildung, aber der Bereich der Weiterbildung, der ja dank Kette erkennbar den größten Teil von uns aufmacht, nochmal kleiner Werbung für die Kette aus A, die ich nicht erst heute bekommen habe, sondern schon vorher, dass die Weiterbildung da unmittelbar mit einzubeziehen ist. Und wir haben ein großes Forum gehabt, online in der Vorbereitung, ganzen Tag diskutiert über die verschiedenen Felder hinweg und dem folgend definieren wir jetzt unser Leitbild für die Landesregierung. Das wird natürlich rückgekoppelt und dann ist mein Ziel, dass in ein Verbund